Namaste. Ja, lass uns dieses Video als kleine Yoga-Praxis für den Alltag nutzen. Ich versuche das ganz kurz zu halten in diesem Video, sodass du wirklich eine Praxis bekommen kannst, die du immer wieder mal einbauen kannst in deinen Alltag, sei es morgens oder abends oder einfach dann, wenn du Zeit dafür hast. Und ich habe versucht, mich auf ein paar ausgewählte klassische Yoga-Sequenzen oder Yoga-Asanas zu konzentrieren und möchte mit dir den Rücken in den Mittelpunkt dafür stellen. Das sind Sequenzen, die die Beweglichkeit des Rückens fördern und versuchen, Spannungen oder Verspannungen aus dem Rücken zu lösen. Wir wollen das über verschiedene Bewegungsqualitäten erreichen, einmal Vorbeugen und Rückbeugen für die Wirbelsäule. Andererseits auch Drehbewegungen. Und dadurch werden die Strukturen des Rückens belebt, die Wirbel werden bewegt, weil die Bandscheiben werden verwrungen und das wirkt auf die Zwischenwirbelgelenke oder Facettengelenke, sodass wirklich der Rücken sich nach dieser Praxis lebendiger anfühlen kann als vorher. Lass uns im Liegen beginnen. Gut, wenn du dich hinlegst, dann leg dich lang ab, leg die Beine nach vorn, schieb die Fersen nach vorn, leg die Arme hinter dir ab, verschränk die Finger, dreh die Arme auswärts, sodass die Handinnenflächen nach hinten zeigen. Und wenn du einatmest, dann streck dich lang, ganz lang über die Fersen nach vorn in den Raum. Und wenn du ausatmest, entspann dich in die Länge. Nochmal einatmen, strecken, Fersen wegschieben, Handflächen nach hinten ziehen, ausatmen, entspannen. Einatmen, strecken. Spür die Weite, die Dehnung. Streck die Flanken. Ausatmen, entspannen. Letztes Mal einatmen, noch größer werden. Von der Mitte ausstrecken. Nach hinten und vorn. Noch ein bisschen mehr. Räkeln und loslassen und ausatmen. Bring die Arme nach vorn. Stell die Füße auf. Und heb dein Becken ein kleines Stück ab, sodass es einfach den Boden etwas verlässt. Und jetzt bitte ich dich, das Becken mal so ganz locker auszuschütteln. Das kann seitwärts schüttelnd sein oder hoch und runter schütteln. Kannst auch mit dem Kreuzbein mal die Unterlage unter dir ausklopfen und damit mit dem Becken nach rechts und links wandern. Also mach das für dich, was dich belebt und bewegt. Und dann komm wieder an, Becken wieder aufsetzen und nachspüren. Jetzt kipp dein Becken nach vorn, sodass, wenn du eine Hand unter den unteren Rücken schiebst, dass du da durchkommen kannst, also ein Hohlkreuz ist. Und die Hand wieder zurücknehmen, Becken einrollen und den unteren Rücken zur Matte senken. Wenn du da jetzt die Hand nochmal nutzt als Kontrolle, dann kannst du die jetzt gar nicht runterschieben, weil der Rücken flach ist. Mach das ein paar Mal bitte. Becken nach vorn für ein Hohlkreuz und Becken einrollen. Das ist eine kleine Massage für den unteren Rücken, der im Alltag ja sehr gefordert ist und immer gerne klemmt oder fest wird oder verspannt ist. Wenn das Becken nach vorn kippt, dann ist es eine Druckmassage auf die Strukturen. Und wenn das Becken einrollt, also der untere Rücken am Boden ankommt, dann ist es eine Dehnung, die du den Strukturen schenkst. Und nochmal Becken nach vorn kippen. Und wieder einrollen und jetzt hebt das eingerollte Becken langsam hoch und roll den Rücken Wirbel für Wirbel nach oben. Einfach beobachten, wie sich das jetzt anfühlt. Wenn du bei den Schultern angekommen bist, dann roll dich von dort wieder zurück. Von den Schultern Wirbel für Wirbel ablegen. Am Ende das Becken ablegen und nach vorn auskippen. Neue Runde Becken einrollen und vom Becken den Rücken nach oben rollen. Bis zu den Schultern hoch. Füße in den Boden drücken und zurückrollen. Und jetzt leg dich lang ab, zieh dein Gesäß Richtung Fersen, ganz langer Rücken. Am Ende Becken ankommen lassen, nach vorn auskippen. Wieder einrollen und Becken hoch. Und zurück. Nochmal ganz lang mit dem Rücken ablegen, Gesäß Richtung Fersen ziehen. Dann Becken nach vorn auskippen. Jetzt Becken einrollen und nun mal auf der rechten Seite des Rückens hochrollen. Das heißt, linke Hüfte hebt zuerst hoch. Du rollst rechts neben der Wirbelsäule hoch
Das Becken kippt so ein bisschen nach rechts ein und roll auf der rechten Seite wieder zurück. Das gleiche nochmal. Becken einrollen, auf der rechten Seite des Rückens hochrollen und wieder zurückrollen. Dann nach links, Becken nach links kippen, auf der linken Seite des Rückens hochrollen. Zieht die rechte Hüfte zuerst hoch, die linke ist ein bisschen eingetaucht und komm auf der linken Seite des Rückens wieder zurück. Nochmal, die linke Seite nach oben rollen und wieder zurück. Und letzte Runde, Becken wieder einrollen, heben, über die linke Seite hochrollen und zurück. Wenn das Becken ankommt, dann bitte wieder neutral, Becken nach vorn kippen und einrollen. Und jetzt schlängel dich bitte hoch, mal ein Stück links, mal ein Stück rechts und links und rechts. Und das Becken hochschlängeln und wieder zurückschlängeln und lang ablegen den Rücken. Mach das für dich weiter. Und dann spür auch in den Rücken, was braucht der jetzt? Klemmt da irgendwas? Wenn ja, dann sei da vorsichtig oder halte da kurz inne. Oder passt die Bewegung so an, dass es für dich angenehm wird. Bitte beim nächsten Mal oben bleiben mit dem Becken. Beginn zur Schulterbrücke. Du kannst die Arme anwinkeln, Fingerspitzen nach oben zeigen lassen oder die Arme ablegen und die Finger verschränken, wenn du möchtest. Zieh die Schultern unter den Rücken, Schulterblätter zusammenschieben. Die Füße etwas näher Richtung Becken holen, in den Boden drücken und das Becken hochheben. Und diese Schulterbrücke, Setu Bandhasana, sie kräftigt jetzt die Rückseite. Also kannst du gut spüren. Oberschenkelrückseite wird stark, Gesäß ist gespannt, Rückenmuskulatur ist gespannt. Schenkt deiner Rückseite Kraft und Stabilität. Atme dann Brustbein hoch. Wenn du heute merkst, dass es sehr fordernd ist, dann spiel ein bisschen mit Bewegungen, sodass das nicht ganz angespannt ist. Wenn es heute ein Tag ist, der sehr aktiv sein sollte oder wenn du dich kraftvoll fühlst, dann drück den rechten Fuß in den Boden, heb dein linkes Bein hoch, schieb die linke Ferse hoch, zieh die linke Hüfte hoch, atme tief, heb dein Brustbein hoch und dann komm wieder zurück und wechsel, linken Fuß in den Boden drücken, rechte Ferse hochschieben, rechte Hüfte hochziehen, in den Brustkorb atmen. Und zurückkehren. Dann nochmal ganz locker werden in der Bewegung. Spannung rausbewegen. Dann bring die Arme wieder nach außen an den Rand deiner Unterlage. Zieh die Schultern nach außen. Und roll den Rücken langsam nach vorn ab. Vielleicht wieder schlängelnd, vielleicht nicht. Lass dein Becken ankommen und spür nach. Atme tiefer und feiner. Mit der Kraft gehen wir in eine entspannte Drehung. Breite die Arme zur Seite aus, bitte. Handrücken Richtung Erde, Schultern entspannen. Und lass deine Knie nach rechts und links schwingen. Und nimm den Rücken wahr, was gefällt ihm, was braucht er. Wie darf das Tempo sein? Wie weit führen die Knie in die Seiten? Ist das ein Unterschied zwischen rechts und links oder ist das ähnlich? Komm in der Mitte wieder an, leg ein Bein über das andere und schwing nochmal in die Seiten
und spüre, was sich verändert. Verändert sich vielleicht das Tempo? Verändert sich der Bewegungsradius in den Seiten? Dann komm in der Mitte an und wechsel zum anderen Bein und leg das über und schwing weiter in die Seiten. Und komm auch hier wieder in der Mitte an, stell beide Füße zurück. Greif dir die Knie oder Schienbeine, zieh sie zum Oberkörper und schwing hier in den Seiten. Massier deinen Rücken. In dem Bereich, der massiert werden darf, den kannst du steuern, wenn du die Knie weiter ranziehst oder eben weiter wegbringst. Und spürst du, dass du unterschiedliche Bereiche des Rückens massieren kannst. Greif dein rechtes Knie mit beiden Händen, leg dein linkes Bein zur Erde, schieb die linke Ferse von dir weg. Linkes Bein ganz lang, drück den Oberschenkel aktiv Richtung Erde. Ausatmen, zieh dein rechtes Knie zur rechten Seite. Einatmen, schieb dein Knie etwas nach vorn. Noch ein paar Mal. Und such dabei eine sanfte Dehnung im linken Oberschenkel. Und wechsel die Seite, linkes Knie ranziehen, rechte Ferse nach vorn schieben, rechter Oberschenkel nach unten drücken. Im Ausatmen das linke Knie heranziehen, einatmen nach vorn schieben. Und so hier kleine Dehnungsräume in der rechten Seite des Oberschenkels. Noch ein, zweimal. Dann leg dein linkes Bein mit zur Erde, streck diesmal die Füße, streck die Zehen von dir weg, bring die Arme nach hinten und verschränk die Daumen. Atme ein, streck dich. Mit den Zehenspitzen weit nach vorn, ausatmen, entspann dich. Einatmen, wieder strecken, Zehenspitzen wegschieben, Fingerspitzen nach hinten ziehen, ausatmen, entspannen. Nochmal einatmen, ganz weit strecken, über die Zehen und die Fingerspitzen noch weiter strecken, ausatmen, entspannen. Und dann stell die Füße wieder auf, zieh die Knie zu dir heran, heb den Kopf, schau nach vorn Richtung Oberschenkel, verschränk die Hände hinter dem Kopf und leg den Kopf weich in die Hände. Und dann streck die Füße nach oben, atme ein, streck dich nach oben über die Fersen, atme aus, rechtes Bein nach vorn scheren und hier bleiben und atmen. Wir aktivieren jetzt, nachdem wir die Rückseite in dieser Schulterbrücke zentrierten, die Vorderseite, das merkst du jetzt gut in der Bauch- und Rumpfmuskulatur. Wenn das jetzt sehr fordernd ist, sehr warm ist, sehr viel brennt oder vibriert, dann zieh die Knie ein Stück ran, mach es dir leichter. Oder wenn es aktiv sein darf, dann schieb beide Fersen weit weg und heb dich etwas höher und atmen und vibrieren lassen. Mit dem nächsten Ausatmen das rechte Bein heben. Einatmen, strecken, beide Ferse hoch, ausatmen, linkes Bein nach vorn scheren lassen. Auch hier gut fordern, aber nicht überfordern. Wenn du merkst, der untere Rücken tut jetzt weh oder ist einfach nur ganz fest und geht weiter, als du möchtest, dann zieh die Knie ein Stück heran, dann kommt der untere Rücken automatisch Richtung Erde, fühlt sich ein bisschen länger. Ansonsten, wenn es passt, dann schieb die Fersen weg und im unteren Rücken ist ein ganz kleines Hohlkreuz, da ist ein bisschen Platz. Atmen.
Nochmal tief atmen und ausatmen, linkes Bein heben. Einatmen, strecken, ausatmen, versuch kurz das Becken hochzuschieben. Und einatmen, komm wieder zurück, greif die Knie, leg den Kopf zurück und schwing nochmal und massiere den unteren Rücken. Lass die Atmung weicher werden. Und wechsel bitte hoch zum Vierfüßler. Und Füße aufstellen oder ablegen, je nachdem, was für dich jetzt am besten ist. Hände auffächern, vielleicht unter den Handgelenken und Schultern orientiert sein. Oder wenn es für die Handgelenke jetzt etwas eng ist, dann komm mit ihnen etwas vor den Schulterbereich. Und dann räkel dich durch den Rücken. Komm zum Katzenbuckel, roll dich ein, schieb dein Steißbein nach hinten runter, heb die Flanken hoch, heb den Bauchnabel hoch, roll den Kopf ein, schau Richtung Becken. Der Pferderücken, kipp dein Becken nach vorn, doch mit der Lendenwirbelsäule ein, doch mit der Brustwirbelsäule in den Schultergürtel ein und heb den Kopf dann am Ende nach vorn, heb dein Brustbein nach vorn und wieder zurück. Becken einrollen, beginn am Becken. Dann die Lendenwirbelsäule hochheben, dann die Brustwirbelsäule hochschieben, Hände in den Boden drücken, Kopf einrollen. Wieder zum Pferderücken, Becken nach vorn kippen, Wirbel für Wirbel nach unten gleiten. So als hätten wir das als würden wir das nochmal wie in der Rückenlage vorhin machen, ja, vom Becken Richtung Schultern und wieder zurück. Am Becken beginnen, im Kopfbereich enden. Einatmen zum Pferderücken. Ausatmen zum Katzenbuckel. Noch ein, zwei Runden. Gut, aus der Sequenz bitte enden in den Vierfüßler, den neutralen langen Rücken. Dann beweg die Schultern, Schultern kreisen oder in den Schultergürtel eintauchen und dich dann hochheben. Und dann komm wieder zurück zu neutral, stell die Füße auf, komm hoch in den abwärts schauenden Hund. Auch hier fließ in die Bewegung. Ein Bein beugen, ein Strecken beispielsweise. Oder beide Knie beugen, Rücken lang machen und dann beide Fersen senken, beide Beine strecken. Und das immer mal wieder probieren. Mal schauen, wie weit geht das? Wo ist die Dehnung? Wo ist das Wachstum? Wo mag die Bewegung hin? Lass die Bewegung ausklingen. Einatmen, komm vor an den hohen Liegestütz, ausatmen zur Bauchlage, senk die Knie zuerst, dann dein Brustbein, dann dein Becken. Roll das Becken ein, roll die Schultern weich zurück, zieh dich nach vorne hoch in eine kleine Kobra und atme aus, komm wieder zurück in die Bauchlage. Einatmen, kleine Kobra, ausatmen, Bauchlage. Mach das noch 3-4 Runden, vielleicht immer mal ein bisschen höher. Nächstes Mal roll die Schultern zurückrollen, zieh die Hände Richtung Füße, zieh dich nach vorn hoch und ausatmen, schieb dich zurück in den Hund. Einatmen in den Katzenbuckel und Pferderücken zum Kind in der Ausatmung, Gesäß Richtung Fersen, Stirn Richtung Erde. Einatmen nach oben, Katze und Pferd. Ausatmen der abwärts schauende Hund. Schieb dein Becken hoch, streck die Flanken, senk die Fersen. Einatmen in den hohen Liegestütz. Fersen wegschieben, Scheitel nach vorn ziehen. Ausatmen die Bauchlage, Knie, Brustbein, Becken absetzen. Einatmen, Kobra oder der aufwärts schauende Hund, je nachdem, was sich für dich gut anfühlt. Ausatmen der abwärts schauende Hund. Einatmen, heb dein rechtes Bein nach oben.
Und ausatmen, komm mit dem Fuß nach vorn zu den Händen. Gut, einatmen, das Becken etwas heben, zieh die Füße zueinander, falte die Unterlage. Ausatmen, schieb die Füße auseinander, dehn die Unterlage, sink mit dem Becken tief. Einatmen, Becken hoch, Füße zueinander ziehen. Ausatmen, Becken Richtung Erde sinken lassen, Füße wegschieben. Nochmal, einatmen, Becken etwas höher. Ausatmen, Becken etwas tiefer. Und dann bleib hier einen Augenblick, such dir eine gute Höhe und such dir eine sanfte Dehnung im linken Oberschenkelansatz. Sie wird weniger, wenn du dein linkes Knie Richtung Erde senkst. Sie wird intensiver, wenn du die Innenseite des linken Oberschenkels hochziehst und dein hinteres Bein mehr streckst. Und gleichzeitig das Becken zwischen den Beinen Richtung Erde sinken lässt. Einatmen, streck dein Brustbein nach vorn, bring den Blick nach vorn. Ausatmen, komm zurück in den Hund. Einatmen in den Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben, Katze und Pferd. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Dein linkes Bein. Einatmen, hochschieben. Ausatmen, den Fuß nach vorn Richtung Hände. Einatmen, zieh die Füße zueinander, Becken etwas höher. Ausatmen, schieb die Füße voneinander weg, senkt mit dem Becken tiefer. Einatmen, Füße zueinander, Becken heben, Matte falten. Ausatmen, Matte dehnen, Becken sinken lassen. Einatmen, Becken hoch. Ausatmen, Becken ein bisschen tiefer jetzt. Nochmal, einatmen hoch mit dem Becken, ausatmen, Becken ganz weich Richtung Erde sinken lassen und dann bleib hier. Atme. Wenn die Dehnung jetzt im rechten Oberschenkel sehr intensiv ist und du sanft weitermachen möchtest, dann senke dein rechtes Knie Richtung Erde. Wenn du die Dehnung vertiefen möchtest, dann heb dein hinteren Oberschenkel, die Innenseite, höher Richtung Erde, in der Richtung Decke, streck dein hinteres Bein und lass dein Becken zwischen den Beinen Richtung Unterlage sinken. Immer noch atmen, fein und weich. Einatmen, heb dein Brustbein, bring den Blick nach vorn. Ausatmen, komm zurück in den Hund. Einatmen zum Katzenbuckel. Pferderücken, ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. In den Liegestütz einatmen, streck dich hier, bleib hier einen Augenblick. Drück die Hände nach unten, schieb dich zwischen den Schultern hoch, schieb die Fersen zurück, streck den Scheitel nach vorn. Fühl die Kraft. Einmal einatmen, strecken, ausatmen, kommen in die Bauchlage, Knie, Brustbein und Becken ablegen. Einatmen, Becken einrollen, Schultern zurückrollen, Cobra, der aufwärts schauende Hund, ausatmen, der abwärts schauende Hund. Und dann kommen wieder in die Bewegungspraxis hier. Einmal recken, bewegen, laufen, schütteln. Dann lande. Beug beide Knie, schieb dein Becken hoch, drück die Hände nach unten. Wenn du ganz lang bist in den Flanken, dann senke die Fersen tiefer, streck auch die Beinrückseiten. Und atmen in den Raum des Rückens. Einatmen, rechtes Bein heben. Ausatmen, das Knie Richtung Brustbein nach vorn, Schultern nach vorn, Richtung Handgelenke. Einatmen, wieder nach hinten, rechtes Bein strecken. Ausatmen, rechtes Knie zur Außenseite des rechten Ellenbogens. Hier kurz bleiben. Atmen, halten. Wenn es sehr intensiv ist, dann senkt den rechten Fuß kurz zur Erde. Wenn es kraftvoll sein darf, dann halte das Bein. Mit dem Ausatmen zurück, rechtes Bein heben. Einatmen, strecken, ausatmen, rechtes Knie diagonal zum linken Ellenbogen.
Hier bleiben, halten, atmen und zurück. Rechtes Bein nach hinten ausstrecken, tief einatmen, ausatmen, rechter Fuß nach vorn Richtung Hände. Einatmen, der erste hält, komm nach oben. Die Hände zum Becken. Jetzt brauchen wir ein bisschen diese Dehnung im Oberschenkel, die wir eben erarbeiteten. Lass also dein Becken tiefer sinken. Wenn du merkst, die Dehnung ist sehr intensiv im linken Oberschenkel, dann lass dein linkes Knie etwas gebeugt. Das hat den Vorteil, dass du dein Becken hier aufrichten kannst, Steißbein runterschieben kannst. Schließ den Beckenboden. Wenn die Dehnung hier mehr werden darf, dann zieh die Innenseite des linken Oberschenkels höher. Mit dem Einatmen lass den Brustkorb leicht werden, auffächern und heben. Ausatmen, sei mit dem Boden verbunden. Einatmen, Brustkorb heben. Ausatmen, lehn dich ein bisschen zurück mit dem Schultergürtel. Dann beobachte, wie sich die Atemräume verändern. Eine kleine Rückbeuge. Wo atmet es jetzt hin? Das ist meist die Atemräume des Vorderkörpers, also Vorderseite Richtung Brustkorb. Heb dein Brustbein mit dem Einatmen hoch. Und ausatmen, komm an den rechten Oberschenkel. Einatmen, streck die Arme nach vorn, schieb die Ferse zurück. Ausatmen, bring die Hände zurück zum Boden, zurück in den Hund. Mal tief durchatmen. Wenn du in der Bewegung bleiben möchtest, dann komm einatmen in den Liegestütz, ausatmen in die Bauchlage, einatmen in eine Rückbeuge, ausatmen zurück in den Hund. Dein linkes Bein bitte heben, einatmen strecken, ausatmen Knie zum Brustkorb, Schultergelenke Richtung Hände, einatmen wieder zurück, diesen einbeinigen abwärts schauenden Hund. Ausatmen, linkes Knie zur Außenseite des linken Ellenbogens. Bleib hier kurz, Bauchnabel hochziehen, Beckenboden schließen. Wenn es im Moment sehr kraftvoll ist, dann setz den linken Fuß einfach auf. Wenn es passt, lass dein linkes Bein gehoben. Tief atmen. Und wieder zurück. Linkes Bein im Abwärts schauen und heben. Einatmen, strecken, ausatmen, linkes Knie zum rechten Ellenbogen. Auch hier kurz halten, die Mitte aktivieren, atmen und wieder zurück. Einbeinige abwärts schauen und einatmen, strecken, ausatmen, linker Fuß nach vorn. Auch hier diese Variante des ersten Heldes. Langsam nach oben kommen. Hände an die Hüfte. Gut. Wenn die Dehnung im rechten Oberschenkel sehr intensiv ist, dann beug dein rechtes Knie. Roll dann dein Becken ein. Schließ den Beckenboden. Wenn die Dehnung mehr werden könnte im rechten Oberschenkel, dann schieb die Innenseite hoch und streck dein hinteres Bein. Vorderes Knie angenehm beugen und Becken nach unten sinken lassen. Mit dem Ausatmen nach unten verbunden sein, Halt und Kraft finden. Mit dem Einatmen, mit dem Brustkorb leicht werden, nach oben heben. Und langsam eine kleine Rückbeuge. Du kannst gern die Ellenbogen zueinander ziehen, dich mit dem Schultergürtel nach hinten anlehnen und dein Brustbein heben. Nimm wieder die Atemräume wahr, die jetzt sich öffnen. Der Blick entweder nach vorn oder schräg hoch. Ich
Mit dem nächsten Einatmen wieder wachsen, leicht werden im Brustkorb. Ausatmen, Richtung linken Oberschenkel beugen. Einatmen, streckt die Arme nach vorn, schiebt die rechte Ferse zurück. Ausatmen, die Hände zurück in den Hund. Und hier bewegen. Einatmen, der Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, der hohe Liegestütz. Ausatmen, der tiefe Liegestütz oder die Bauchlage. Einatmen, Kobra oder der aufwärts schauende Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, ein rechtes Bein heben. Ausatmen, rechter Fuß nach vorne. Einatmen, Becken sinken lassen, Brustbein heben, Blick nach vorn. Ausatmen, linker Fuß nach vorn, beide Knie beugen, eine weiche Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Ausatmen, die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen, kommen die Hocke nach oben, heb die Oberarme an. Ausatmen, setzt dein Becken etwas tiefer. Bleib einen Augenblick hier, atme. Vom Gewicht so, dass du nicht ganz auf den Fersen bist, aber auch nicht ganz vorn bist. Versuche es auf den Füßen gleichmäßig zu verteilen. Becken ein bisschen einrollen, sodass der Unterrücken etwas länger wird. Beckenboden schließen. Flanken lang, Achseln lang, Arme hochreckeln. Einatmen, drück dich von der Erde weg, zieh dich hoch in die Welt. Ausatmen, bring die Hände zur Seite. Gut. Und dann schwingen um die eigene Achse, ganz locker. Arme locker, Schultern ganz gelöst. Schraub dich hoch. Und lass die Bewegung wieder ausklingen. Und wir gehen jetzt in eine Balance. Das ist zum einen ein Unterschied zwischen der Bewegung und jetzt der Statik. Zum anderen ist die Balance sehr gut, um ein gutes Körpergefühl zu bekommen, sich zu koordinieren, Gleichgewicht zu lernen und die tiefe Muskulatur des Körpers zu stabilisieren. Der Baum, Vrikshasana, beginnt mit dem den linken Fuß zuerst, linke Fuß in den Boden integrieren. Beugt dein rechtes Knie, tritt das rechte Bein auswärts, sodass das rechte Knie nach außen zeigt. Setz für heute entweder die Ferse am Innenknöchel des linken Fußes auf oder zieh deinen rechten Fuß etwas höher, je nachdem, wo du jetzt ankommen möchtest. Höher heißt unterhalb oder oberhalb des Knies. Könnte auch als nächste Option, wenn du ja, beweglich in der Hüfte bist, kannst du den Fuß an die Vorderseite des linken Oberschenkels integrieren. Egal wo du bist, drück den Standfuß in die Erde, richtig reindrücken. Zieh die Muskulatur des Standbeins sanft nach oben und heb dein rechtes Hüftgelenk etwas an. Es hat den Vorteil, dass das linke Hüftgelenk jetzt nicht nach außen wegschiebt, sondern die Hüfte wieder zentriert und mittig wird. Denk dir die Hüfte kompakt, schließ den Beckenboden und richte den Oberkörper auf. Es gibt viele Optionen für die Hände, entweder an der Seite für mehr Balance oder nach oben für mehr Wachstum oder vor dein Herz. Das, was für dich jetzt passt. Und dann fokussiere dich eher auf dein Gespür, auf diese Balance. Wie ist sie heute? Wie findet sie sich? Manchmal findet sie sich durch den Versuch, sie aufzubauen, sie zu wollen, über die Kontrolle. Wenn du das spürst, wenn du das kontrollieren willst,
Erinnere dich daran, dass es nicht funktioniert und entspann den Geist. Das ist eher geschehen. Und finde die Atmung. Nutze die Einatmung, um leicht zu werden, innerlich aufzurichten, zu wachsen. Nutze die Ausatmung, um den Fuß in den Boden zu verwurzeln. Nochmal einatmend aufrichten. Ausatmend greift dein rechtes Knie, zieh es zum Oberkörper heran. Einatmend zwischen den Schultern mit dem Brustkorb hoch. Und ausatmend den Fuß wieder aufsetzen. Kurz innehalten, Vergleich links und rechts. Atme tief durch und wechsel nach rechts, integriere den rechten Fuß in die Erde. Stell dir vor, du verwurzelst ihn. Linkes geht was beugen, dreh das linke Bein auswärts, Knie zeigt nach links. Entweder heute wieder linke Ferse am rechten Innenknöchel aufsetzen oder den Fuß höher ziehen, unterhalb oder oberhalb des Knies. Oder für diejenigen, die in der Hüfte flexibel sind und diese Variante mögen, dann mit dem Fuß an die Vorderseite des Oberschenkels und die Fußsohle hochschieben. Wenn du deine Variante gefunden hast, dann drück deinen Standfuß in die Erde, zieh die Muskulatur hoch zum Becken, schließ den Beckenboden, mach dein Becken kompakt. Zieh die linke Hüfte hoch, sodass die rechte nach innen integriert in das Gelenk. Heb die Flanken und finde die Variante für die Arme. Kann zur Seite sein, als würdest du etwas halten. Kann nach oben sein, sodass du in die Größe wächst. Oder vor den Raum des Herzens. Und dann wieder weniger Kontrolle. Weniger wollen, mehr spüren, wie sich in dieser Seite die Balance heute findet. Nimm auch die Atmung wahr, wie sie dich durchströmt. Nutz die Ausatmung, um die Wurzeln um dich herum wachsen zu lassen. Nutz die Einatmung, um die innere Weite nach oben zu kultivieren. Noch einmal im Einatmen wachsen, im Ausatmen den linken Fuß aufsetzen und nachspüren. Links und rechts vergleichen. Nimm die Atmung wahr. Wir beginnen wieder im vorderen Teil der Yogamatte. Einatmend in die Hocke, die Knie etwas beugen, Oberkörper aufrichten, Arme heben. Ausatmen hier ankommen, die Höhe des Beckens justieren. Mit dem Ausatmen den Becken etwas schwerer machen. Mit dem Einatmen den Oberkörper heben. Noch einmal einatmen, Arme strecken, ausatmen in die Vorbeuge. Lass die Knie gebeugt, entspann den Oberkörper nach unten. Einatmen die halbe Vorbeuge, streck den Rücken nach vorn, streck ein bisschen mehr die Beine, sodass die Innenseite nach hinten schiebt und die Rückseite sich streckt. Atme, streck dich, dann beug die Knie wieder. Und entspann den Oberkörper ausatmend nach unten. Kurz hier bleiben, weil die Arme ganz locker werden lassen. Schultern entspannen, Nacken entspannen. Gut, du kannst so etwas Abstand zwischen die Füße schaffen, als würdest du so eine kleine Faust zwischen die Füße orientieren können. Auch den gleichen Abstand übrigens zu den Knien. Und jetzt bitte ich dich einmal noch,
das Becken tiefer sinken zu lassen. Achte darauf, dass die Knie den gleichen Abstand haben wie die Füße. Einatmen, Oberkörper wieder heben, Arme heben. Ausatmen, die Hände zum Herzen. Eine Drehung hier. Den linken Ellenbogen bitte zwischen die Knie justieren. Dann nach rechts drehen. Obere Hand nach unten drücken. Oberkörper nach rechts, rechte Schulter zurückführen lassen. Und jetzt den Rücken lang werden lassen und atmen. Wenn du mehr in die Drehung gehen möchtest, dann setz den linken Ellenbogen an oder außerhalb des rechten Knies auf. Und probier dich ein bisschen zurückzulehnen im Schultergürtel. Und entdeck die Atmung. Mit dem Einatmen zurück in die Hocke, Arme heben. Ausatmen, Hände wieder zum Brustbein. Rechter Ellenbogen zwischen die Knie aufsetzen. Und Oberkörper nach links drehen. Linke Hand drückt nach unten in die rechte Hand, um die Drehung zu erleichtern. Auch hier sein, spüren. Wenn du mehr magst, dann setz den unteren, den rechten Ellenbogen an das linke oder außerhalb des linken Knies auf und dreh dich wieder nach links. Und dann streck dich nach vorn. Verlänge den Rücken. Lehn dich nach hinten an. Nochmal mit dem Einatmen aufrichten in die Hocke, ausatmen in die Vorbeuge eintauchen. Einatmen in die halbe Vorbeuge kommen, ausatmen in die ganze Vorbeuge entspannen. Jetzt beug bitte dein linkes Knie an, rechtes Bein gestreckt, linke Hand vor die Füße setzen, einatmen, rechten Arm nach rechts aufdrehen und heben, Oberkörper nach rechts drehen, ausatmen, rechte Hand zur linken. Einatmen, linkes Bein strecken, rechtes Knie beugen, linke Arm über die Seite heben, ausatmen, zurückkehren, linke Hand aufsetzen. Einatmen, rechtes Bein strecken, linkes beugen, Oberkörper nach rechts, ausatmen, zurückkommen, beide Knie beugen. Einatmen, linken Arm nach oben, linkes Bein strecken, ausatmen, zurück. Ein letztes Mal noch, Knie beugen, einatmen, rechtes Bein strecken, rechter Arm hoch, ausatmen, rechte Hand zurück, rechtes Knie beugen. Einatmen, linkes Bein strecken, linken Arm nach oben, ausatmen, linkes Knie beugen, beide Hände zurück. Einatmen, die halbe Vorbeuge, Rücken lang, Beine strecken, ausatmen, Knie ein bisschen beugen, Oberkörper entspannen. Und hier bleiben, atmen. Den Oberkörper weich ausgleiten lassen und je nachdem, wie es möglich ist, die Beine ein bisschen mehr strecken. Und jetzt linkes Bein einatmen, nach hinten setzen, Becken tiefer, Blick nach vorn, ausatmen, rechtes Bein nach hinten zum Hund. Hier ankommen, justieren und atmen. Atme wieder in den Raum des Rückens. Ein letzter Vinyasa. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz oder Bauchlage. Einatmen, Cobra oder aufwärtsschauender Hund. Ausatmen, der abwärtsschauende Hund. Nochmal ankommen. Dann Becken hochschieben. Fersen senken. Hände in den Boden drücken. Der Blick Richtung Beine oder Richtung Becken. Und einatmen, Knie senken zum Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Bring die Füße zueinander, Zehen zueinander. Die Knie nach außen bitte. Hast du Platz, um nach unten einzutauchen. Lass die Arme vorn und lauf mit beiden Armen nach rechts, sodass der Oberkörper Richtung rechtes Knie kommt. Schieb deine linke Hüfte zurück und komm angenehm in eine Seitbeuge nach rechts. Das Ziel ist eine Weite der linken Seite. Und diese Seite als Atemraum. Atme in die linke Flanke. Wenn du merkst, es ist jetzt sehr intensiv, dann komm ein bisschen zurück mit den Händen Richtung Matte.
Wenn du mehr magst, dann lauf mit der linken Hand auf die rechte. Und komm wieder zurück zur Mitte, nach vorn. Vergleich links und rechts. Auch in der Atmung. Dann komm nach links. Lass das Becken schwer dabei, auf rechte Hüfte ein bisschen zurückschieben zur Ferse. Angenehm weit mit dem Oberkörper nach links, Richtung linkes Knie. Das Ziel ist die Weite, die Größe der rechten Seite. Komm dort an, wo es dir diesen Raum schenkt, wo du die Dehnung spürst, ohne dass sie zu fest wird. Dann bist du ein bisschen zu weit. Weich dehnen. Weich atmen in die Fülle der rechten Flanke. Auch hier, wenn du merkst, es wird sehr fest, bist du sehr weit, dann komm ein bisschen zurück, mach es dir leichter und feiner. Oder wander mit der rechten Hand auf die linke, wenn du das vertiefen möchtest. Und dann komm wieder zurück zur Mitte. Und hoch in den Sitz. Komm hier mit den Füßen nach vorn. Schüttel die Beine aus. Und stell den rechten Fuß auf. Wir gehen in einen Drehsitz. Schieb die linke Ferse weg. Linke Hand an oder um dein rechtes Knie. Rechten Arm hat einen Bogen zurück, dreh dich nach rechts auf und lass im Ausatmen dein Becken schwer werden und die Drehung weich werden. Und im Einatmen lass dich nach oben aufrichten, werd leicht und groß. Vielleicht der Blick über die rechte Schulter, vielleicht nicht ganz so weit, je nachdem, wie es für dich heute im Nackenbereich passt. Nimm hier die Atemräume wahr. Es kann der Bauchraum sein oder die rechte Flanke. Und eine Drehung verwringt die Wirbelsäule, dreht die Bandscheiben, wringt sie aus. Massiert aber auch die Bauchorgane, der auch der Bauchbereich gedreht wird. Ja, komm wieder zurück. Der Seitwechsel, rechtes Bein lang, linker Fuß aufstellen, linke Arm einen Bogen nach hinten, rechte Hand an oder um dein Knie. Und bevor wir Wachstum erfahren, drehen wir es. Denn meist ist das Drehen leichter. Also ausatmen, Becken schwer, Oberkörper nach links drehen und jetzt erst im Einatmen aufrichten, den Rücken lang werden lassen. Denn Drehen fällt leichter, wenn der Rücken noch nicht ganz aufgerichtet oder nicht ganz fest ist in der Muskulatur. Ein weicher Rücken dreht mehr als ein angespannter Rücken. Also ausatmen, weich werden, nach links drehen, linke Schulter zurückführen lassen. Einatmen, Becken schwer, Oberkörper aufrichten über dem Becken. Der Blick vielleicht nach seitlich weg oder über die linke Schulter nach hinten. Dann nimm wieder die Atemräume wahr, die entweder im Bauchraum oder im Raum der linken Flanke jetzt sich öffnen können.
Gut, und dann löst wieder auf, kommt zurück nach vorn. Lass das linke Bein ausgleiten, schieb beide Fersen weg, drück die Kniekehlen nach unten, Becken schwer, Oberkörper aufrichten und einatmen. Ausatmen, das Kinn Richtung Brustbein senken, den Rücken nach vorn rollen und die Arme nach vorn bringen. Stell dir einen großen Luftball auf den Oberschenkeln vor, über den du dich rollst. Wenn du jetzt in dieser Vorbeuge mit der Dehnung spielst, dann kannst du entweder dein Brustbein weiter vorziehen, dann wird der Rücken lang, verliert aber an Dehnung und dafür geht diese Intensität mehr an die Rückseite der Oberschenkel. Oder wenn du den Rücken wirklich mehr rundest, verlieren die Beinrückseiten an Dehnung und der Rücken zieht ein bisschen mehr in die Länge. Finde eine Mitte für dich, sodass du sowohl in den Beinrückseiten als auch im Bereich des Rückens dehnende Strukturen spürst. Und gerade im Rückenbereich kannst du das forcieren, wenn dein Kinn Richtung Brustbein sinkt, der Kopf sich einrollt. Eine Vorbeuge, Paschimottanasana heißt sie, weitet die Rückseite. Und das ist nicht nur die Struktur der Muskeln und Faszien und Bandscheiben, die langziehen, es sind auch Atemräume in der Rückseite, die hier freier zugänglich sind. Also lass den Rücken atmen, lass ihn auffächern, wenn du einatmest. Ja, komm wieder zurück, streck dich, streck auch für einen Moment die Arme nach oben, einatmen, ganz weit werden, Fersen wegschieben, Fingerspitzen hoch, Brustbein nach vorn hochheben und ausatmen, komm mit den Händen zurück, komm auf die Unterarme und stell die Füße auf. Einmal noch Kraft im Bereich des Rumpfes und Bauchcontainers, also Rücken, Bauchmuskulatur, seitliche Rumpfmuskeln. Schließ dafür den Beckenboden, stell dir einen Gürtel vor, den du eng machst. Heb dein Brustbein etwas an und roll dein Becken etwas ein, sodass der Abstand zwischen Beckenkamm und untersten Rippen verkürzt. Ja, also hier bist du eher kürzer und kraftvoller und je nach Möglichkeit kannst du mit dieser Kraft, mit dieser Zentriertheit etwas dein Brustbein heben. Rechtes Bein strecken, rechter Oberschenkel zum linken, Blick über den großen rechten Zeh in die Weite. Atmen. Ausatmen, immer wieder die Mitte aktivieren, Bauchdecke aktivieren, unteren Bauchraum, da wo der Hosengürtel wäre, etwas einziehen, Beckenboden schließen. Wenn du mehr möchtest, streck dein linkes Bein mit dazu, bring die Füße zusammen. Wenn du merkst, dass es jetzt sehr intensiv, auch im unteren Rücken, dass der sehr herausgefordert ist und vielleicht brennt oder etwas anderes da entsteht, dann beugt die Knie etwas, mach es dir leichter und damit auch besser. Und wenn du merkst, es ging gut, dann schieb nochmal die Fersen weg. Trotz dieser Aktivität, dieser Kompression im Bauchraum, trotz dessen bitte atmen. Und dann löse auf, bring die Füße zurück, spür nach. So, nochmal diese Mitte aufbauen, in ihrer Kraft Beckenboden schließen, Becken ein bisschen einrollen, sodass der Abstand zwischen dem Beckenkamm und den untersten Rippenbögen kürzer wird, die Bauchdecke sich zusammenzieht. Halte diese Spannung, heb ein bisschen dein Brustbein und streck dein linkes Bein. Schieb die linke Ferse weg, blick über den linken Zeh in die Welt. Atmen. Mit dem Ausatmen diese gesamte Mitte des Körpers nähren und stabilisieren. Und vielleicht dann noch dein rechtes Bein strecken und die Füße zusammenbringen. Und auch hier, wenn du merkst, es ist jetzt doch sehr herausfordernd, dann nachjustieren bitte. Überfordernd wäre, wenn der untere Rücken jetzt sehr fest wird, unangenehm sich anfühlt oder klemmt. Gut ist immer noch, wenn es ein bisschen vibriert und durchaus warm wird, das ist angenehm. Es darf sein, weniger angenehm vielleicht, aber es darf sein. Und dann justier es nach. Ja, vielleicht die Knie ein bisschen beugen, Spannung rausnehmen oder nochmal strecken und spannen. Atmen.
Einatmen strecken, Brustbein etwas höher heben und ausatmen, zurückkommen. Roll dich zurück zur Erde. Streck die Beine nach vorn in den Raum, schieb die Fersen nach vorn, verschränk die Finger, dreh die Handinnenflächen nach hinten. Einatmen, zieh dich ganz lang, alle Muskeln lang ziehen und strecken. Ausatmen, entspannen. Nochmal einatmen, aus der Mitte heraus ganz groß werden. Alles langziehen im Körper und wachsen lassen. Ausatmen, entspannen. Letztes Mal einatmen, noch größer werden. Über den Körper hinausstrecken und ausatmen, entspannen. Bring die Arme zur Seite, stell die Füße auf. Heb nochmal den Becken etwas an, schüttel das aus oder Feder hoch und runter. Dann leg dein Becken zurück, versetz es eine halbe Breite nach rechts. Lass die Knie nach links sinken. Die Knie entweder übereinander oder nicht, oder oberes Bein ein bisschen länger wegstrecken. Das kannst du alles für dich anpassen, so wie es jetzt in diesem Augenblick gut ist. Kopf etwas heben, nach rechts wenden und ablegen. Schließ gern die Augen, entspann die Schultern. Entspann dich in diese Drehung. Beobachte die Atmung. Gib im Ausatmen Spannung ab, die jetzt nicht mehr notwendig ist. Spannung aus dem Körper, aus dem Gesicht, den Kiefergelenken und Anstrengung aus dem Geist. Dann komm bitte wieder zurück zur Mitte, versetz dein Becken zurück. Zieh einen Moment die Knie zu dir ran, massier den unteren Rücken mit Wohlfühlbewegungen. Dann stell die Füße zurück, Becken eine halbe Breite nach links, Knie nach rechts. Seiten sind unterschiedlich, mach es für diese Seite genauso gemütlich. Vielleicht die Knie weiter ranziehen, vielleicht übereinander, vielleicht das obere Bein mal etwas mehr strecken. Breite die Arme aus, heb den Kopf ein Stück an, drehe nach links und leg den Kopf weich zurück. Entspann die Schultern, den Körper. Wenn irgendwas fester wird, dann passt die Drehung an, sodass es weicher wird im Laufe der Zeit. Sodass sich Verspannung und Anstrengung löst aus Körper und Geist. Lass die Atmung durch dich hindurchströmen. Und kommt dann wieder zur Mitte. Versetz dein Becken zurück, zieh noch einmal die Knie zu dir heran und massiere deinen Rücken. Nutze gleichzeitig auch die Gelegenheit, ganz weich und tief durchzuatmen. Und dann komm bitte hoch zum Sitzen. Finde einen gemütlichen Sitz deiner Wahl. Und wenn du ihn entdeckt hast, dann schließ die Augen. Und stell dir vor, du öffnest ein symbolisches inneres Auge, das durch den Körper streicht, das deinen inneren Körper sieht.
beobachte dich. Spür deinen Körper. Seine Größe, seine Struktur, seine Lebendigkeit und seine Stabilität. Dann beobachte die Atmung. Beobachte, wie dein innerer Körper geatmet wird. Schenkt dabei der Atmung Raum und Zeit. Sodass du die Atmung genießen kannst. Beobachte den inneren Körper, wie er im Einatmen sich ausdehnt, in alle Richtungen, nach vorn, nach oben, nach hinten in den Raum des Rückens, nach unten den Raum des Beckens. Dieses universelle Ausdehnen des inneren Körpers im Einatmen. Und beobachte auch das Ausatmen, dieses Zurückkehren aus der Weite und dem inneren Raum zurück in einen Punkt einer Mitte. Das Ausatmen mit der Einkehr nach innen. Und dann das Einatmen mit dem Wachstum nach außen. Dein ganzer Körper ist lebendig und pulsiert mit der Atmung mit. Und in diesem Lebendigsein des Körpers, in diesem Gefühl, geatmet zu werden, da entdeckt der Geist eine innere Ruhe und Gelassenheit.
das Gespür wieder in den Körper, deine Struktur, deine Größe, den Raum, der dich umgibt und die Dinge, auf denen du sitzt. Nimm das alles wieder wahr. Nimm die Hände bitte vor dem Herz zueinander und atme tiefer aus. Und atme ein, öffne die Arme, mach einen Bogen zur Seite und nach oben über den Kopf. Atme aus, bring die Hände zusammen zur Stirn, zum Mund, zurück zum Herz. Nochmal einatmend, die Arme auffächern, ganz groß nach oben bringen. Ausatmen, zueinander bring die Hände und zurück zum Herzen. Wenn du magst, dann genieß eine Verbeugung mit einem Danke für die Zeit, die du für dich heute fandest in dieser Praxis. Und dann richte dich bitte wieder auf und öffne die Augen, wenn sie geschlossen werden. Ich danke dir für deine Teilhabe an dieser gemeinsamen Yoga-Praxis. Freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und wünsche dir, dass du gesund bleibst. Namaste.